Und herzlich willkommen zu Portal Knights. Ja, ich hätte mal gedacht, bei mir läuft momentan nur Minecraft. Dann kam es, jede Woche kommt jetzt dann einmal ein LOL-Highlights, wenn natürlich welche da sind. Aber wird natürlich auch fleißig nachgegangen. Also LOL wird momentan ein sehr aktives Spiel bei mir sein. Offline natürlich nur für mich. Privat natürlich genutzt. Und dann kommen halt die Highlights mal so zwischendurch dann dabei raus. Wie gesagt, Minecraft dann noch. Und da gibt es halt nur momentan Skype hier und Life in the Woods. In Zukunft soll dann auch noch ein weiteres Projekt kommen, vielleicht eventuell auch zwei, man weiß es nicht. Und da dachte ich mir, ah, wieso nicht mal ein Singleplayer für mich selber? Zentus ist ja momentan bei Ukulele dabei, so diesem Banjo-Kazooie-Applik. Ich gehe mal so auf Portal Knights in Richtung, ah, wie kann man es denn beschreiben? Minecraft in, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ein bisschen pixelartiges Gebilde, man kennt es schon länger aus. Man geht so drei Wege, Magier, Schwertkämpfer und Bogenschütze, das können wir gleich alles machen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal ganz cash weiter auf Start. Da ist es nämlich, ich habe nämlich einen neuen gemacht und dachte mir, ah, das ist mal aus, wie es her. 16 Minuten habe ich jetzt gespielt. Wollte es halt mal ein bisschen austesten, aber ich lösche ihn. Ja, wollen wir löschen. Jupp, neuen Charakter stellen. So, dann stellen wir einen neuen Charakter. Wie machen wir ihn denn? Würde sagen, auf jeden Fall männlich. Bleibt nicht aus. Ein Magier fand ich gar nicht mal schlecht. Bogenschütze könnte man auch machen. Beweglichkeit erhöht, Bewegungsgeschwindigkeit, Geschicklichkeit. Hätte man weiße Mana und erhöht. Fair Bogenschützen. Mit schnellen Bogen, Gegner aus der Ferne, mit speziellen Bomben kann der Beine und Blöcken gleich mit einheizen. Ich könnte so viel in den Nähe und. Ach, das ist ein Magier, bleibe ich, definitiv. Frisur hatte ich schon mal. Wie gesagt, ich hätte auch meinen alten Charakter, aber ich hatte vorher diese Wuschelfrisur. Boah, ich nehme mal diese Wuschelfrisur. Oh, das hat er gerade hier. Busterman! Machen wir einfach so ein funny Ding. Wir uns einen alten Magier machen, das hat bestimmt auch was. Die Ohren lasse ich mal gleich. Augenform so ein bisschen. Ja. Wie gesagt, wenn du Tastatur und Maus hättest, normal. Ich habe ja gesagt, weil ich ja die neuen Sachen habe, dass ich das auf jeden Fall behalten werde. Das ist natürlich creepy. Dann bleibe ich mal bei meiner Augenfarbe. Vampire Mund. Was Unentschlossenes nehmen wir. Kann man nicht den Bart? Ah, Bart. Frage, was machen wir denn? Hat er vorher diesen? Den hatte ich vorher geklappt, den lasse ich auch. Gut, dann das eher passt. Was haben wir? Dann nehmen wir euch die Stimme. Ja, ist klar. Schnittschütte. Erstellen. Jo. Kann man noch was einstellen? Freunde überall. Ah. Wenn, dann können wir ja beitreten. Starten. Und wer so meins. Ich weiß gar nicht, was die Map hier macht. Ach so. Das wäre dann. Heimat festlegen, okay. Zweimal in Reise wäre dann halt das Grundprinzip jetzt von Portal Knights anzugehen. Ich glaube, weil ich ja schon mal jetzt beide gemacht habe. Jetzt sieht man die Maus. Ich wollte gar nicht die Mauseinstellung haben. Kann man die aufstellen? Ist eigentlich ungern, dass sie aufgenommen wird. Zack. Genau. Aber da ich das jetzt schon ein bisschen kenne. Ah, seht ihr, da ist nämlich mein Gebilde. Kann man das denn mal einmal? Hauptmenü. Kann man gar nicht neu starten. Na, ich würde eigentlich so machen. Neues Universum erstellen. Der Anfang. Ich würde sagen, wir gehen auf Mittel. Ich könnte auch leistungsstarken PC machen. Ich könnte ja auch Insel groß machen.
Aber ich sag mal, für den Anfang sollten wir mal vielleicht ganz minimal gehen. Bin ich gerade am Schauen. Gleich nochmal, wenn wir da sind. Jetzt fangen wir sozusagen das kleine Tutorial. Das habe ich gerade auch schon gemacht, wie gesagt. Es ging relativ schnell. Wenn man da so einmal so durchgeht, dann kommt man eigentlich ganz schnell durch. Man kann überlegen, ob man irgendwas mäßiges, so ein kleines Overlay hier noch hinzufügt, ein Bild oder so. Bin gerade am Gucken. Also wir hätten auf jeden Fall. Wir hätten auf jeden Fall massiv Platz oben rechts in der Ecke, okay. Man da vielleicht den Charakter ein bisschen so erstellt. Okay, ich habe keine Dinge ausgeführt. Auf jeden Fall gehen wir erstmal. Hier ist der Kerker. Guten Tag. Also mit Letterste weichen wir aus im ganzen Scheiß. Jetzt macht der Zauberstab noch Schaden. Irgendwann konnte man. Irgendwie kann man den reparieren. Ich habe es, glaube ich, nur verpasst, wie man das machen konnte. Den haben wir schon mal weggenommen. Hier haben wir das Menü. Das Ganze. Also nichts Schweres. Portalfragmente. Komme ich dann auch wieder da raus. Mit der Shift-Taste können wir so ein bisschen nach vorne dashen. Wenn wir das wollen. Wir haben gar nicht das Tutorial drin, okay. Das machen wir aber mal. Genau, dass man halt den Kerker macht, jetzt Portale so erstellt. Anfangsmäßig hier diese Heiltränke in seine Leiste reinzieht. Ich ziehe jetzt aber direkt mal schon auf 2. Der Grund ist gleich, dass wir dann Holz haben und sowas. Ist der Herold, was geht ab? Das können wir unser Ziel wegnehmen. Also eigentlich nichts Wildes hier so an Mission. Aber die Scheiße weg, die holen wir uns gleich wieder. Ich wollte an den Baum. Manuelles Craften haben wir dann hier. Möchte man dann Steine. Also kriegen wir sogar auch mit der Hand. Ganz easy. Sonst erstmal anfangsmäßig eine Spitzhacke bauen. So, herstellen. Wie gesagt, man stellt her, geht über das Menü. Und dann kommt man da auch fix ran. So, jetzt wollte ich das wieder hier rüberziehen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur diese Portalfragmente suchen. Die zusammenköpfen, die hier. Können wir dann ein paar herstellen und nehmen dann wieder über die Hand diese Portalsteine weg. Müssen wir uns natürlich jetzt ein paar mehr suchen. Aua. Mal gleich schon wieder ein. Mana-Trank ist auch gut. Das brauchen wir nicht. Man kommt angesprungen. Da ist ein zweiter. Dafür könnten mit der Tab-Taste wechseln das Ziel, aber das wollen wir gerade nicht. Erfahrungspunkte behalten wir anscheinend über beide Charaktere. Okay, das ist ein bisschen komisch. Aber die Rüstung nicht, okay. So, craften uns noch ein. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir ein bisschen Holz mit. Damit wir gleich zu dieser Werkbank kommen. Hier so ein bisschen das Zeug mitnehmen. Also wie gesagt, ich habe jetzt erstmal nur das Tutorial, so die Grundlagen für mich gespielt selber. Weiß gar nicht, warum die jetzt nicht nochmal wiederkommen. Aber eigentlich ganz schön interessant. So, ich weiß jetzt nicht, was nachher so uns alles erwartet. Auch günstig bei Steam. Ich hatte mal Bock auf irgendwas anderes. Was, wo man drauf Lust hat, sozusagen. So irgendwas um. Dass ich, glaube ich, mit dem Headset ein bisschen näher komme. Da sind noch ein paar Baumwolle. Denn Baumwolle brauchen wir für unsere Kleidung. 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 Können ich, glaube ich, ein bisschen Stoff herstellen, soweit ich das weiß. Ich weiß jetzt noch nicht, wie teuer. Tschüss.
Rezept für Hummelhaube, okay. Wie kann man das denn aufrufen? Okay, kann man gar nicht so aufrufen. Tschüss zu Baum. Hier könnte man die Werkbank nämlich aufrufen. Hier gibt es immer kleine Sachen drin. So, Stoff. Bin ich immer ein bisschen verwirrt, wo man die Klamotten herkriegt. Da waren sie. Brauche natürlich ein bisschen. Plopp. Rüstung. Wir nehmen Klamotte. Die Robe. Die Hose. Die Handschuhe. Immer alles, ne? Achso, ich habe jetzt zweimal die. Ach komm, wir kriegen sogar noch einen Umhang. Einen Ring haben wir leider nicht. Okay, das ist schon mal ganz geil. Mütze anzeigen oder nicht? Ne, Mütze anzeigen brauchen wir nicht. Alles klar. Wie sagen, wie viele Steine haben wir denn? Okay, wir brauchen noch ein Portalstein. Das heißt, wir suchen uns mal ein paar Monster. Da unten sind doch welche. Einfach ein bisschen ins Inventar ausräumen. Achso. Sind aber einige hier. Aber da war gerade das gute Timing, dass ich von dem einen, der fast tot ist, direkt gewechselt bin zum nächsten. Konnte man direkt wieder weiterkämpfen. Jetzt gibt es wieder weniger Schaden und die Reichweite ist kleiner, ne? Jetzt müssen wir näher ran. Ich weiß noch nicht, wie man den repariert. So, Portalsteine. Ja gut. Das brauchen wir da nicht. Achso, eine Flagge. Herstellen. Zack. Und dann würde ich sagen, blub, 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 blub. Der Weg nach vorne ist nun frei. Alles klar. Rein mit dir. Das nächste Abenteuer. Ab jetzt weiß ich gar nichts mehr. Also das war jetzt so die Einführung, die man auch am Anfang bekommen hat. Eigentlich relativ, sag mal, ganz einfach gehalten. Wie gesagt, ich weiß nicht, was jetzt so alles kommt. Grundlagen, weiß nicht, ob es neue gibt. Also wir können auch mit Maus, wir können auch in die Third Person und in die First Person wechseln, also das wäre nicht das Problem. Oh, was haben wir denn da? Edelsteine? Edelsteine, ne? Oh. Erz. Okay, müssen wir uns mal ein bisschen hier durchwursteln. Rubinenkristalle. Hier packen wir mal so die Blöcke rein. Oben vielleicht so den ganzen Kackstuff. Ja, alles, was mit Pflanzen und so zu tun hat. So. Ich weiß nicht, was hier. Vorne sind irgendwelche Gebilden. Kriegt man hier Schaden drauf, wenn man da rumgeht? Nö. Kaktus auch nicht. Was bist du denn für ein Gebilde? Keine Ahnung. Aber ich weiß jetzt nicht, was das jetzt den Vorteil hat, so alles hier zu erkunden. Oder ob man wieder dann zu seiner alten Zwinginsel zurück darf und da seine Base ausbaut. Ich weiß es gar nicht. Weil hier gibt es ja übelst viel krasse Edelsteine. Was bist du denn? Oh mein Gott.
denn für ein krasses Ding? Alter. Ist hier schlecht oder so? Ah, nicht beide. Nicht beide. Aua, 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 aua. Ich sterbe gleich, sterbe. Geht weg. Jungs, chill mal. Chill mal jetzt ernsthaft. Sieht mit euch ab. Alter Belly. Da haben sie mich aber rangekriegt, die Schweine. Puh. Okay, jetzt mein Leben wieder irgendwie. Alter, was bist du denn da hinten? Das? Oh, ich krieg Leben wieder. Kann man es essen? Hallo, ich will das essen. Kann ich das essen? Ich kann die nur halbieren. Ich will die essen. Gib mir das. Okay. Nam, 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 nam. Wer bist du? Oh, der macht so wenig Schaden, ne, das Ding. Gar nicht. Was bist du denn jetzt hier? Och nö. Chill mal deine Base. Oh, chill auch mal deine Base. Aua. Oh nö, ey. Was war das denn? Aber gut. Ich würde sagen, alle Anfänge schwer. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge bei Portal Knights. Bis dahin. Euer Fleischhütter und tschüss. Tschüss. Sag tschüss. 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 Ja. Yeah. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.